im Gebiet des AfD-Kreisverbandes Vorpommern-Greifswald. Ich freue mich, dass der Saal doch sehr voll geworden ist. Das zeigt das Interesse daran, wie Medien in Deutschland auftreten, wie Lügen über die Medien verbreitet werden. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich, hier heute als Bundestagsabgeordneter für diesen Wahlkreis auch sprechen zu dürfen. Neben Jürgen Elsässer. Jürgen Elsässer, ein Verfechter der Presse- und Meinungsfreiheit, wie er im Buche steht. Ich darf Sie ganz herzlich dazu einladen, Jürgen Elsässer mit einem kräftigen Applaus zu begrüßen. Bevor ich mit meinem Initiativvortrag beginne, ein paar organisatorische Hinweise. 19 Uhr war Beginn der Veranstaltung. Wir haben heute hier vor, Filmaufnahmen zu machen und Bildaufnahmen zu machen, die später auch in den sozialen Medien verwendet werden sollen. Wenn einer nicht damit einverstanden ist, hier heute gefilmt zu werden, die Kameraleute werden darauf Rücksicht nehmen, dann möge er sich bitte jetzt mit erhobenem Zeigefinger melden. So, schaut euch die mal bitte an. Wir haben heute zwei Kamerateams hier. Einmal das Kamerateam der Aktionsgruppe Nordost, die insbesondere auch die AfD ständig auf den sozialen Netzwerken begleitet. Und dann Herrn Wilke aus Berlin. Herr Wilke ist Dokumentarfilmer und begleitet 4 Bundestagsabgeordnete nun inzwischen schon seit 1,5 Jahren über ihre Zeit und wird also einen unkommentierten Dokumentarfilm abdrehen. Er versucht ihn dann zu verkaufen. Ich wünsche viel Erfolg bei dem Verkauf. Also, ihr habt gesehen, wer nicht gefilmt werden will, alle anderen können sich dann vielleicht auf Facebook wiederfinden. Lieber Jürgen Elsässer, ich bin ein treuer Leser des Kompaktmagazins, auch wenn ich es selbst nicht abonniert habe, sondern es regelmäßig am Zeitungsstand in meinem Supermarkt bei der Deutschen Post erwerbe. Denn ich freue mich, dass das Magazin dort verkauft wird. Und ich finde, die sollen es merken, dass der Bedarf an ehrlicher Presse auch bei den Bürgern da ist. Die heutige Thematik Meinung macht Medien schlägt den großen Bogen über die gesellschaftsbeherrschende Frage: Wer regiert uns, wer lenkt uns, wer manipuliert uns und wie funktioniert das Ganze? Warum sind Medien so mächtig und warum sind Medien so anfällig für absichtliche oder fahrlässige Fehl- und Falschmeldungen? In meinem Vortrag werde ich absichtlich nicht auf die sozialen Medien mit ihrer Inhaltsfülle, mit ihren Problemen bei der Datenschutzgrundverordnung und beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz eingehen, denn das würde hier heute den Rahmen sprengen. Ich werde mich heute an die herkömmlichen Medien wie Presse, Funk und Fernsehen orientieren. Schon vor 2015, danach aber umso intensiver, wird Kritik an Medien lauter und öffentlicher und sind Schlagworte wie Lügenpresse, Lückenpresse, Fake News in aller Munde. Mal laut anklagend, mal flop behauptend, mal tiefgründig nachweisend. Die Menschen nehmen zunehmend wahr, dass sich Berichterstattungen in den Medien häufig nicht mehr mit ihren eigenen Wahrnehmungen decken. Sie erkennen, dass Rundfunk, Fernsehen und Presse etwas ganz anderes berichten als das, was die Menschen selbst erlebt haben. Das erinnert zumindest im Osten, und ich glaube, der Großteil von Ihnen kommt aus dem Osten, sehr an tiefste DDR-Zeit, in der man nach offiziellen Verlautbarungen alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufgaben immer überplanmäßig erfüllt hat, die Regale aber leer waren und der Mangel an allen Ecken sichtbar war. So wird die Tagesschau heute schon mal mit der aktuellen Kamera verglichen und die ARD-Panoramasendung von Anja Reschke mit dem schwarzen Kanal von Karl Eduard von Schnitzler.
Den Medienmachern und deren politische Hintermänner ist dieser Erkenntnisgewinn der Bürger ein Dorn im Auge. Deshalb werden die oben genannten Ausdrücke als rechte Kampfbegriffe verschrien und deren Benutzer in die Nähe von Diktatursympathisanten gerückt. So schrieb Sascha Lobo in Spiegel Online am 13.11.16 unter der Überschrift Lügenpresse ist keine Medienkritik Folgendes. Er sagte, wer Lügenpresse schreibt, will nicht bloß auch seine Meinung in den Medien sehen, sondern ausschließlich seine Meinung. Lügenpresse ist der Ruf nach einer autoritären Gesellschaft. Mit keinem Wort, meine Damen und Herren, setzt sich der dortige Autor mit den eigentlichen Kritikpunkten, die gegen die Medien vorgebracht werden, auseinander, sondern wirkt die Kritik ab und spielt sie herunter. Einzig wird die Kritik der Eindimensionalität der Medien anerkannt, wozu er ein Steinmeier-Zitat ausführt. Steinmeier sagte, der Meinungskorridor war schon mal breiter. Es gibt eine erstaunliche Homogenität in deutschen Redaktionen, wenn sie Informationen gewichten und einordnen. Der Konformitätsdruck in den Köpfen der Journalisten scheint mir ziemlich hoch. Das Meinungsspektrum draußen im Lande ist oft erheblich breiter. Die anerkannte Eindimensionalität beschreibt das Problem aber nicht ansatzweise ausreichend. Die Bürger empfinden auch vieles bereits als Verzerren der Wirklichkeit oder gar Indoktrination. Und damit liegen die Menschen nicht falsch, wie ich gleich aufzeigen will. Meine Damen und Herren, laut einer Allensbach-Umfrage aus Februar 2016 waren 3/4 der Deutschen der Meinung, dass die Medien kein korrektes Bild vom Bildungsniveau und Familienstatus der Flüchtlinge des Jahres 2015 zeichnen. Interessant hierbei ist aber die unmittelbar vorangegangene Selbstwahrnehmung der Presseleute, die in einer völligen Selbstüberschätzung und absoluten Unfehlbarkeit mündete. So verglich der Spiegel Journalisten in einem Artikel aus diesem Frühjahr mit den demokratisch gewählten Abgeordneten der Parlamente. Ich zitiere den Spiegel, wenn man so will, sind auch die Medien in Deutschland repräsentativ. Journalisten haben es zu ihrem Beruf gemacht, die Nachrichten zu gewichten und zu entscheiden, was wichtig und was nicht so wichtig ist. Oder der Chefredakteur der Berliner Zeitung meinte gar, die Medien sind ja die vierte Gewalt. Während die Chefredaktion der Zeit meint, wir Journalisten haben eine Muezzin-Position. Wahnsinn, nicht wahr? Journalisten als religiöse Prediger, die den dummen Schafen die Welt erklären müssen. Ein krasser, uns allen in Erinnerung gebliebener Fall aus jüngster Geschichte, aufgedeckt im Spätherbst 2018, sind die Lügenmärchen in bekannten Medien eines Klaas Relotius. Ein deutscher Journalist, der für seine Reportagen vielfach ausgezeichnet wurde und als penibel recherchierend galt. Er schrieb unter anderem für die Zeit, für den Spiegel, Cicero, dpa, für die FAZ, für die Süddeutsche Zeitung und genoss in der Branche hohes Ansehen. Erste Zweifel an seiner Seriosität tauchten 2017 auf. Ende 2018, und das ist noch gar nicht so lange her, wurde dann aufgedeckt, dass er nicht nur Fehler in den Reportagen, sondern konkrete Falschdarstellungen und sogar Erfindungen verkaufte. Insgesamt betrafen diese Artikel mindestens 11 Zeitungen bzw. Zeitschriften. Allein im Spiegel waren mindestens 14 Artikel gefälscht. Darunter auch zum Beispiel der Artikel Stimmungen Doppelpunkt angespannt im Spiegel 51 aus 2015 mit einem Bericht über das deutsche Dorf Sumte im Vorfeld ankommender Flüchtlinge, in dem unter Zuhilfenahme zahlreicher Falschbehauptungen ein Bild intoleranter, weltfremder Angsteinwohner gemalt wurde. Oder der Artikel Wie Sie sonntags für Trump beten in Spiegel Online vom 29.03.2017. Eine Reportage über den amerikanischen Ort Fergus Falls und seine Einwohner.
Hierin stellt er die Einwohner als verklärte rechte Trump-Anhänger dar. Auch hier wurde sehr vieles frei erfunden, zum Beispiel ein Schild am Ortseingangsschild: Mexicans keep out, Mexikaner bleibt draußen. Viele andere Beispiele dieses verlogenen und selbstsüchtigen Journalisten sind auf Wikipedia nachzulesen. Ich kann die hier alle gar nicht aufzählen. Im Fall Relotius sieht man, dass auch in den großen Zeitungen und Medien nicht nur falsche Berichterstattung, sondern vor allem auch politische Stimmungsmache mit wesentlichen Lügen und falschen Fakten, also klaren Fake News, an der Tagesordnung sind. Dem trägt nun der neue Begriff Relotius-Presse zu Recht Rechnung. Und die Kritik gilt nicht nur der Presse, sondern auch ganz besonders Radio- und Fernsehsender. Zwar ist der Fall Relotius schon eine ganz besondere Geschichte eines Lügners und Betrügers, jedoch ist das kein Einzelfall, denn Falschmeldungen und Unwahrheiten erleben wir immer wieder. Dies zeigt ein gerade aufgedeckter, vor wenigen Tagen bekannt gewordener Fall, in dem ein Mitarbeiter von RTL Nord in mindestens 7 Fällen TV-Beiträge manipuliert hat. Michael Pohl, der Programmchef von RTL, versuchte dies folgerichtig mit den Worten herunterzuspielen: bereits überprüfte Beiträge seien zwar nicht erfunden, aber handwerklich und inhaltlich so manipuliert, dass sie aufregender und größer wirken sollen, als es die Realität hergab. Und auch gerade die Öffentlich-Rechtlichen stehen hier im Feuer. Sollen sie es doch sein, die unter Einkassierung von Haushaltszwangsgebühren eine objektive und frei jeder Wertung ausgestrahlte Berichterstattung gewährleisten sollen. Wir wissen alle, weit gefehlt. Insbesondere im Öffentlich-Rechtlichen werden Unwahrheiten und Falschmeldungen verbreitet. Die Öffentlich-Rechtlichen haben durch ihre Nähe zur Politik sowieso schon ein Problem, denn Politiker sind in Rundfunkräten vertreten und eine Einflussnahme ist zumindest nicht ausgeschlossen. Programmdirektoren haben zuallermeist ein Parteibuch. Damit ist eine nicht wegzudenkende Staats-, Partei- und Politiknähe vorhanden und entsprechende Abhängigkeiten gegeben, weshalb von Neutralität hier nicht mehr die Rede sein kann. Nicht zuletzt werden viele Beiträge im öffentlich-rechtlichen Rundfunk von vielen Bürgern als Propaganda und Indoktrination empfunden. Gerade durch Ausführungen im Ende letzten Jahres, auch durch Deutschland unterzeichneten Migrationspakt, ist auch bekannt, dass die Medien genutzt werden sollen, um auf Denken und Ansichten der Menschen einzuwirken. Das ist nichts anderes als Indoktrination, das ist nichts anderes als das, was wir Ossis als Agitation und Propaganda aus dem Leben hinter den Grenzzaun kennen. So wird im Ziel 17 des Migrationspaktes als Maßnahme C sogar wörtlich die Verpflichtung ausgeführt, dass, und ich zitiere, unter voller Achtung der Medienfreiheit unabhängige, objektive und qualitative Berichterstattung der Medien einschließlich Internetinformationen zu fördern sei, unter anderem, jetzt hören Sie gut zu, durch Sensibilisierung und Aufklärung von Medienschaffenden in migrationsbezogenen Themen und entsprechender Terminologie, Investitionen in ethische Berichtsstandard und Werbung vorzunehmen und die öffentliche Finanzierung oder materielle Unterstützung derjenigen Medien einzustellen, die systematisch Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und andere Formen von Diskriminierung von Migranten unterstützen. Also Geld haben zu bei kritischer Berichterstattung. Sie sehen, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen geht es um Meinungsmache. Und da ist jedes Mittelrecht. Nicht nur Verzerrungen, Weglassungen und Hinzudichtungen, sondern immer wieder auch durch plumpe Unwahrheiten, die dann als Fehler heruntergespielt werden. 3 Beispiele. Das jüngste, die Darstellung der Ereignisse in Chemnitz im August letzten Jahres. Die Tagesschau ist ein Musterbeispiel dafür, wie Fake News geht und warum die Öffentlich-Rechtlichen nichts mehr
mit Journalismus zu tun haben. In Chemnitz demonstrierten 8000 Menschen nach einem Aufruf von AfD, Pegida und Pro Chemnitz gegen die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel. Gegen Gewalttaten in unserem Land, begangen von Flüchtlingen, zuletzt auf einem Volksfest in Chemnitz mit einem Toten und zwei Schwerverletzten. Und es demonstrierten 3000 Menschen auf Einladung der evangelischen Kirche für eine bunte Gesellschaft. Nicht ein einziger Teilnehmer der fast dreimal größeren AfD-Demonstration kam in der Tagesschau zu Wort. Redner auch nicht, niemand. In der Sonntagsausgabe der Tagesthemen dann der nächste öffentlich-rechtliche Klopper. Moderatorin Karin Mioska entschuldigte sich. Sie sagte, bei der Berichterstattung über die Kundgebungen in Chemnitz in den Tagesthemen gestern haben wir irrtümlich auch Bilder von der Demonstration am vergangenen Montag verwendet, ohne dies kenntlich zu machen. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Was sie nicht erwähnte, welche Bilder da irrtümlich verwendet wurden. Es handelte sich um YouTube-Filmchen, in denen aus einem Zug mit offen rechtsradikalen Teilnehmern widerwärtige Parolen gebrüllt wurden, wie "Wir sind die Fans Adolf Hitler Hooligans", begleitet von Applaus. Angeblich gerufen bei den Kundgebungen am Samstag, doch tatsächlich am Montag davor. Dazu die Stimme aus dem Off. Manche Teilnehmer des Zuges zeigten sich offen rechtsextremistisch. Passt wunderbar, um das wohl gewünschte Szenario zu unterlegen, besorgte Bürger zu Nazis zu machen. Zweites Beispiel, Bildauswahl während der Flüchtlingskrise. Die Tagesschau und die Tagesthemen zeigen nicht immer ein richtiges Bild der nach Deutschland drängenden Flüchtlinge. Das hat ARD-Aktuell-Chefredakteur Kai Gnifke eingeräumt. Vor sogenannten Branchenexperten in Hamburg sagte Gnifke, wenn Kameraleute Flüchtlinge filmen, suchen sie sich Familien mit kleinen Kindern und großen Kulleraugen auf. Tatsache sei aber, dass 80% der Flüchtlinge junge, kräftige, alleinstehende Männer sind. Drittes Beispiel, schon 2014 während der Ukraine-Krise, Bildpannen bei der ARD. Es wurden Bilder und Filmmaterial verwendet, die gar nicht dort entstanden sind oder schon Jahre alt waren. Damals titelte der Tagesspiegel "Falsche Bilder bei der ARD zum Ukraine-Konflikt, Propagandatricks oder Pannenserie". Nicht zuletzt wurde kürzlich auch erkannt, dass Worte und Sprache in den Medien ganz wesentliche Manipulationselemente bei der Kommunikation sind. Für 120.000 Euro, wohlgemerkt finanziert aus der GEZ-Zwangsgebühr, ließ die ARD ein Strategiepapier entwickeln, das nach der beginnenden Schelte gegen die Öffentlich-Rechtlichen dazu dienen sollte, in der Debatte um den Öffentlich-Rechtlichen wieder Oberhoheit zu gewinnen. So heißt es in dem sogenannten Framing Manual, ich zitiere, auch und gerade in Zeiten, in denen Gegner der ARD deren Relevanz infrage stellen, gehe es darum, die Aufgaben und Ziele der ARD gegen die orchestrierten Angriffe von Gegnern zu verteidigen. Darauf fragte Bild.de, sieht sich die ARD im Krieg gegen ihre kritischen Zuschauer? Framing ist ein Forschungsfeld aus der Linguistik, bei dem es im Kern um die Frage geht, wie bestimmte Sprachmuster, vor allem Metaphern, einen Deutungsrahmen setzen, also letztlich das Denken und das Handeln von Menschen steuern. Es bedeutet, dass Themen in einen Kontext eingebettet werden, der bei den Empfängern bestimmte Assoziationen hervorruft. Ein Beispiel. Es ist ein Unterschied, ob man bei einer Infrastrukturabgabe als oder von einer Pkw-Maut oder von einer Ausländermaut spricht. Das Gutachten enthält Sprachregelungen für Mitarbeiter und ruft dazu auf, Begriffe zu verwenden, mit denen die ARD als gut dargestellt wird. Über den Rundfunkbeitrag heißt es in dem Papier, dies sei keine Zwangsabgabe oder eine Zwangsgebühr, sondern unsere finanzielle Beteiligung.
Das Framing Manual enthält zudem eine Sprachanleitung, wie private Sender gezielt schlecht geredet werden sollen. Die Arbeit der ARD sei von moralischen Prinzipien getragen, überzeugt von der eigenen moralischen Notwendigkeit für das gesellschaftliche Miteinander. So steht es in dem Dokument. Moralisch ist aus meiner Sicht da nichts. Kritik kam am Papier, man höre und staune selbst, vom WDR-Rundfunkrat, der sagte, das Papier sei keine vernünftige Grundlage für eine Diskussion. So die Europaparlamentarierin Petra Kammer-Ewert bei der Gremiensitzung. Es enthalte nicht mehr zeitgemäße linke Kampfbegriffe. Und aktuell, April 2019. Sogenannte Mitte-Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung unterstellt 21% der Deutschen in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, was auch immer das ist, hätten rechtspopulistische Meinungen und Tendenzen. Die Studie an sich ist im Hinblick auf die Erhebung, Bewertung und Schlussfolgerung schon fragwürdig genug. Am merkwürdigsten aber ist das Vorgehen beim ZDF, das kritischste Fragen von Klaus Kleber an eine Autorin der Studie in der Live-Ausgabe des Heute-Journals nicht sendete, sondern rausschnitt. Klebers erste Frage an die Psychologin Beate Küpper war, ob sich nicht ein komischer Widerspruch in der Studie befände. Eine deutliche Mehrheit bekenne sich schließlich grundsätzlich zu Demokratie und Menschenrechten. Und dann werten Sie Antworten auf ganz spezielle Fragen aus und kommen zurück mit dem Urteil, die sind rechtspopulistisch angehaucht und neigen zu Fremdenfeindlichkeit. Diese Frage war im Übrigen auch noch im Fernsehen zu sehen. Küppers wenig aufschlussreiche Antwort, eine Reihe von Einstellungen der Befragten sei aus wissenschaftlichen Gründen als pauschale Abwertung sozialer Gruppen zu werten. Beispielsweise als Fremdenfeindlichkeit, aber auch als antisemitisch oder muslimfeindlich. In dem vor der Live-Ausstrahlung des Heute-Journals aufgezeichneten Interviews untersprach Kleber Küpper an dieser Stelle. Hier hatte die Redaktion das Gespräch geschnitten. Im TV war von dem folgenden Wortwechsel nichts mehr zu sehen. Was ist passiert? Kleber wollte konkret werden. In den Fragebögen sei ihm eine Frage aufgefallen, die wie folgt lautete: Sind Sie der Ansicht, dass die Behörden großzügig sein sollten bei der Erteilung von Asyl? Wenn jemand der Meinung sei, Behörden sollten sich stattdessen an Recht und Gesetz halten, werde das als leicht rechtspopulistisch ausgelegt. Ist das fair? Fragte Kleber. Küpper beschwichtigte, solche Aussagen würden immer mit den Antworten auf andere Fragen gemeinsam bewertet. Erst dann zögen die Studienautoren den Schluss, ob jemand rechtspopulistisch sei oder nicht. Dazu gehören beispielsweise auch Law and Order Autoritarismus und ein Demokratiemisstrauen, was demokratische Prozesse und Institutionen ganz generell in Frage stellt, so Küpper. Aha, wer also für Law and Order, also für Recht und Gesetz ist, stellt demokratische Prozesse in Frage und misstraut der Demokratie. Kleber wollte es wieder genau wissen. Law and Order heißt Recht und Ordnung. Was ist denn falsch daran? Küpper präzisierte, sie meine nicht Law and Order allgemein, sondern ein härteres Vorgehen gegen Außenseiter und Unruhestifter. Sie wiederholte, für die Studie würden nicht einzelne Aussagen für sich stehend angeschaut, sondern das Zusammenspiel. Bei Menschen, bei denen bestimmte Aussagen zusammenkämen, werde der Schluss gezogen, sie tendierten in Richtung Rechtspopulismus. Wie gesagt, das Publikum wurde diese Situation, diese Diskussion vorenthalten. Es hätte ja möglicherweise zum Nachdenken anregen können. Aus dem Vorgetragenen kann man deutlich nicht nur Tendenzen, sondern die Absicht erkennen, dass ein politisches Machtsystem mit Hilfe der insbesondere auch staatlichen Medien versucht, die Bürger zu manipulieren, statt aufzuklären. Ich wünschte mir, und dafür treten wir als AfD in den Parlamenten ein, dass Berichterstattung frei von vorgegebenen Meinungen und Ansichten ist.
es sei denn, dass sie als Kommentare gekennzeichnet sind. Gerade öffentlich-rechtliche Medien haben die Aufgabe, stattfindende Ereignisse, Tatsachen und Lebensbilder objektiv und wahrheitsgemäß vorzutragen. Soweit es hierzu verschiedene gesellschaftspolitische Meinungen und Ansichten gibt, sind diese nicht einseitig vorzutragen, sondern das gesamte Meinungsbild ist darzustellen, vollständig, mit jedem Für und Wider. Schließlich muss es dem Bürger selbst überlassen werden, welcher Meinung er folgt, weil sie für ihn überzeugender ist. Das nennt man politischen Wettstreit der Argumente. Einen solchen wollen wir uns gerne stellen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und darf nun einen Mann ankündigen, der hier bereits bekannt sein dürfte. Sein Kompaktmagazin in Papier- und Digitalform ist ebenso wie das YouTube-Format Kompakt TV eines der Lichtblicke auf dem dunkler werdenden Markt der Medien. Ich freue mich auf den Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer.